Oh, herzlich willkommen zurück und ja, welcome back to WC3 again oder so. Ja, Übergänge sind noch angeschaltet, die werde ich jetzt ausschalten. Zack, zack. Ich ausgemacht? Eigentlich nicht, ne? Naja. So, dann wollen wir mal. Ich glaube, zuletzt hatten wir hier mit Hobbs gesprochen und jetzt wollen wir mal gucken, was sonst so gerade gibt. Vaquero. Guten Tag, Sir. Na schon gut, Lieutenant. Spielen Sie weiter. Verzeihung, Sir. Das ist ein Lied, das aus Celeste stammt. Sehen Sie, Musik sagt viel über die Bewohner eines Planeten aus. In manchen Sektoren kann man nur Mollakkorde hören. Da möchte man am liebsten verschwinden und Amok laufen. Aber das hier ist ein fröhlicher Song. Und da fühlt man so richtig, wie das Blut schneller in den Adern fließt. Sind Sie Pilot, Lieutenant, oder Musiker? Oh, ich bin Pilot, Sir. Noch dazu ein guter, das beweist meine Trefferquote. Aber meine Familie? Die baut Gitarren seit vielen Generationen. Ich habe eine, die ist schon fast 200 Jahre alt. Ihr Klang, der wird immer schöner und satter. Irgendwann werde ich ein Restaurant aufmachen und lass dort die besten Musiker auftreten. Für Kampfpiloten, wie ich es bin oder Sie. Wer weiß, wie viele von uns überleben werden. Am besten, Sie suchen sich andere Stammkunden. Von mir aus. Dieses Lokal wird sicher ein ganz großer Erfolg. Ich werde dann tagelang faulenzen, den schönen Frauen 1000 Komplimente machen und den Gitarrenklängen lauschen. Klingt ganz vernünftig. Ja, würde ich so sagen. Das ist ein schöner Traum, Vaquero. Halten Sie an ihm fest. Ja, das mache ich, Sir. Für manche ist das Töten das reinste Vergnügen. Ich? Ich tue es nur, weil es meine Pflicht ist, verstehen Sie? Ja, da mischt sich seine Gitarre ein bisschen doof mit dem MIDI-Mucker. Aber na gut. Wir sollten mal miteinander reden, Lieutenant. Da gibt's nicht viel zu reden, fürchte ich. Sie sind mit der Katze geflogen und haben Ihren Auftrag erfüllt. Falls Sie damit Hobbs machen. Ich kann nicht mit ihm fliegen, Sir. Als Mitglied dieser Crew müssen Sie das früher oder später tun. Ist Sie das bestehen klar? Besser nicht darauf. Ich werde ihn nicht verteidigen. Wieso nicht? Sagen wir einfach, ich bin etwas starrköpfig. Und nichts, was Sie tun, wird daran was ändern. Na gut. Ich werde versuchen, Sie und Hobbs bei Offensiveinsätzen getrennt zu halten. Ich will aber keine bevorzugte Behandlung. Wir brauchen jeden guten Piloten, den wir haben. Und nur damit Sie es wissen, ich vertraue Hobbs blindlings. Das ist Ihre Sache. Jo, na dann. Gibt's hier was anderes? Zwischendurch gab es ja was anderes zu sehen. Hallo, mon ami. Nee, das ist dasselbe, dann wird das weggedrückt. Sagten die Abschussliste hier. Ja, ich muss erstmal aufholen. Aber darum soll es ja hier nicht hauptsächlich gehen. Und sonst ist hier nichts los. Ich will nicht hoffen, dass ich hier irgendwas doppelt zeige an Videosequenzen. Aber gut. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Eine unserer Bodenstationen meldet in diesen Regionen Kilorathi-Aktivitäten. Ich möchte, dass Sie dort Patrouille fliegen und die Bereiche vom Feind säubern. Der Bericht der Station ist nicht ganz eindeutig. Kann sein, dass Sie da auf ein Flaggschiff der Kilorathi stoßen. Viel Erfolg, Colonel. Danke, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Oh, ich fliege mit Cobra. Ich will, dass Sie diesmal nicht. Weil die ist echt gut. Und ich hätte gern den Apparat hier, die Thunderbolt. Wegen Torpedo. Und so. Einstellung stimmt noch, oder? Ups.
Der hat sich mir gerade etwas geöffnet, was ich eigentlich nicht haben wollte. Ja, ist natürlich jetzt doof. Denn ich habe dieses Dingens da laufen. Easy Tools wegen CPU Affinity und so. Was mir das hier auch besser ans Laufen bringt, weil das dann als Dual Core mit HT besser läuft und parallel dazu MSI Afterburner und so weiter und so fort. Ich hoffe, das vergeigt mir jetzt nicht die Aufnahme, aber es nimmt noch auf. Ich kann jetzt nicht mit STRG, Alt und O in das Menü da eintreten. Dummerweise. Aber eigentlich habe ich am Schwierigkeitsgrad ja nichts geändert, ne? Oh, er verschluckt gerade ein bisschen Sound. Na gut. Feind gesichtet, Colonel. Ja, aber um die beiden kümmere ich mich erstmal alleine. Das sollte ich wohl hinkriegen. Jo, kannst du mal sehen. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Ich glaube, hier war das nicht so, dass man mit einem Torpedo so einen Träger da kaputt kriegt, aber wir versuchen es mal. Mein Schwierigkeitsgrad ist ja jetzt auf Ass gestellt. Geht. Okay. Ich wollte in dem Testvideo mal ein bisschen nochmal versucht, die Performance zu verbessern, was mir wohl auch gelungen ist. Und da konnte ich den nicht zerstören. Einsatzziele erreicht. Mit einem Torpedo konnte ich den dann nicht zerstören und ja. Schauen wir mal jetzt hier. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, das war ein klarer Treffer für uns, Colonel. Sie können jetzt landen. Oh, denn? Machen wir das doch. Kennen wir ja alles hier. Ziemlich heißer Flugsziel, tralala. Jo, und hiermit beende ich diesen Part. Bis zum nächsten Teil, wenn es dann heißt WC3 again.